Hey Freunde, und zwar geht es heute um das Thema Sprossenzucht, vor allen Dingen den Einstieg in die Sprossenzucht, in den Sprossenkonsum quasi zu schaffen. Und deshalb stelle ich euch hier Rezepte vor, wie ihr sehr, sehr einfach Sprossen in euren Alltag integrieren könnt. Ich möchte natürlich noch, dass ihr sehr lange meine Videos schaut, deshalb möchte ich, dass ihr auch sehr, sehr gesund seid, damit ihr das auch sehr, sehr lange tun könnt, ja. Deshalb empfehle ich euch, Sprossen so gut es geht in eurer Ernährung zu integrieren. Was ihr dafür machen müsst, ist natürlich die bestimmten Mittel vielleicht euch besorgen. Keimgläser sind natürlich sehr, sehr vorteilhaft. Ihr könnt natürlich auch einfach Siebe nehmen für den Anfang, falls es überhaupt erstmal was für euch ist oder nicht herauszufinden. Ja. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, dass ihr ein bisschen offen seid für was Neues. Und meiner Meinung nach sind Sprossen auf unserem Planeten das lebendigste Lebensmittel, weil sie wachsen quasi noch weiter, wenn sie bei euch schon bereits im Mund sind. Es ist durch den Nährstoffgehalt kaum zu toppen und das ist nicht meine Ernährungsform, wie ich tatsächlich lebe. Ja, also ich lebe sehr, sehr monomahlzeitenbasiert. Ich esse die Sprossen einfach so. Zum Beispiel, ich esse Linsensprossen ohne nichts, Buchweizensprossen auch ohne nichts. Ab und zu mache ich mir irgendwie, verfeinere ich die ein bisschen oder so. Aber in der Regel esse ich alles sehr, sehr mono. Das ist natürlich sehr schwierig für Menschen am Anfang damit, ja, wenn ich ihnen das erzähle, dass ich die Sachen halt einfach so esse, damit können sie erstmal so nichts anfangen. Und deshalb habe ich mich dann zurückerinnert an meine Zeit am Anfang, wie ich es einfach so gemacht habe. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe natürlich auch ein bisschen getrickst und ein bisschen verfeinert mit ein paar Zutaten noch, dass ich das mich ein bisschen an diesen neuen Geschmack jetzt einfach mal, an diese Rohkost, an dieses gewöhne. Und deshalb möchte ich euch in diesem Format erzählen, einige Rezepte vorstellen, wie ich die tatsächlich früher einmal integriert habe und euch sozusagen den Einstieg zu erleichtern. Ja, ganz klar nochmal, es ist nicht meine Ernährungsform, aber es dient quasi nur dem Einstieg in die Sprossen, in den Sprossenkonsum. Es sollte auch da so gesehen werden, dass es quasi etwas zum Einstieg ist, wie ich gerade gesagt habe. Und das heißt, es muss auch eine bestimmte Entwicklung danach passieren. Das wäre sehr, sehr schön, wenn ihr nicht ständig bei diesen Rezepten bleibt, die ich vielleicht vorstelle, sondern vielleicht auch eigene Sachen kreiert, mal Sachen weglasst und so weiter und immer mehr zu diesen Monomahlzeiten quasi kommt, ja, dass ihr immer weniger Zutaten braucht und immer mehr Geschmack wirklich generiert, wenn ihr ein Lebensmittel alleine esst. Ja. Das sollte immer das Ziel sein, ganz klar dieses Formates. Ja. Nur der Einstieg. Und den Rest, den müsst ihr dann letztendlich weitermachen, versteht ihr? Resümiert quasi so nach, einem halben Jahr oder so, was hat sich getan? Das ist immer sehr wichtig, ja, dass man guckt, was hat sich bei mir getan? Nicht nur im Leben, sondern was hat sich auch bei mir getan ernährungstechnisch? Habe ich mich entwickelt? Bin ich gesünder wieder unterwegs und so weiter, ja? Deshalb, da hilft es definitiv, ja, dass ihr seht, was habt ihr am Anfang gegessen und was seht ihr jetzt? So, das sollte auf jeden Fall der Einstieg sein. Und ja, ich hoffe, euch gefällt diese Rezepte und ihr könnt sie sehr, sehr einfach nachmachen. Ich versuche, sehr, sehr gesunde Lebensmittel zu verwenden. Natürlich rohkostbasiert, ganz, ganz klar. Und ich hoffe, euch gefällt's. Und wir sehen uns dann beim ersten Rezept. Das fängt dann gleich an in dieser Playlist. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen.